Okay, Opa, aber ich weiß trotzdem nicht, wie wir machen soll jetzt. Rede mit Opa. Wir reden mit Opa. Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung, wofür? 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 Komm zur Sache, Für deine Opa. Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Ach, aber Das wir. ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Das Willst stimmt, du denn hält kein immer Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung, ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Wegen meiner Ausrüstung, was brauche ich alles? Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Ich will Was auch gar nicht genau los. soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben Karte. im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Drei Wozu Sachen? genau? Ich meine... Ein Fallschirm? Frag doch Nein, einfach nur nicht, zur Junge. Sicherheit. Ja, nur sicher, frag doch nicht. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Von Herr der Wir Ringe. sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Ich Kennst höre mir du den erstmal alles an, normal, ne? Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen! Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Alles Ich klar, Opa. schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Also nicht der sicherste. Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich habe nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Der trinkt doch nicht. Schöner Chef! Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends. Nein, Bier, macht er während nicht. seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Dann Tu suchen wir das, mal tu weiter. das. Ich habe hier noch genug zu tun. Ja, Opa, du hast Aber bestimmt... denke daran, schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Was? Opa. Opa Betrachte Markeheim ist abgedeckten Teil. Krämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Irgendetwas, an dem mein Opa arbeitet. Keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, ich möchte es auch nicht wissen. Ist er Ich wieder... mag meinen Opa, aber seine Erfindungen sind meistens ziemlich gefährlich.
Naja, nee, ist ja wieder so wie mit einem Stuhl, wo man tausendmal draufklicken kann und immer was anderes kommt, aber leider nicht. Wenn man hier. Ein dünnes silbriges Elfenseil. Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Nimm wir mit. Die Dose eventuell auch? Nein. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Kann man auch mitnehmen? Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Blutmessgerät. Was? Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Was sind denn für Dinger? Noch nie gehört. Außer Schraubenzieher und Zangen natürlich, ne? Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Können wir auch mit? Ein weit verbreitetes Problem bei uns Gnomen. Hätte ich nicht mehr, hätte ich nicht dran gedacht. Nimm mal mit, oder? Nimm mal mit. Top. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Läuft? Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Ich spreche sie immer schon gut. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Früher hingen solche Lampen überall im Bau. Jetzt haben wir nur noch die beiden. Hat er gesagt, einmal im Jahr füttern? Hat er einmal im Jahr gesagt? Ich glaube wohl. Was haben wir hier noch? Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Aua. Papas Schraubstock. Hätte er sein können. Hat er was anderes gesagt, aber leider nicht. Eine gewaltige Maschine. Selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind. Wir sollen jetzt aber mit seiner Maschine reisen? Was können wir da... Warte mal, ich guck mal, ob der was zu sagen hat. Glaube ich nicht, ne? Komm, ein bisschen schneller, bitte. Bisschen ernst? Ja, machen Sie Meldung. Welche Meldung? Ich suche da... Tu das! Aber klar. Hey, wir sollten doch jetzt mit seiner Maschine reisen und nicht... Ich hab keine Ahnung. Geh zurück nach oben, wir gehen nach oben, gucken was passiert. Der Ding ist so geil, ne? Den müssen wir bestimmt mitnehmen irgendwie. Warte mal. Dran. Irgendwas haben wir doch. Warte mal. Da. Mit dem Arm würde ich zwar hoch genug kommen, aber wie sollte ich zugreifen? Das wird so nichts. Dein Ernst. Tennisschlägerrahmen? Das wird nichts. Ich könnte ihn vielleicht treffen, aber ich will ihm nicht unbedingt die Flügel brechen. Sonst haben wir aber ja auch nichts Besonderes. Können wir vielleicht einen Rucksack so aufhalten? Nein, natürlich nicht. Ich könnte das Seil nie straff genug aufziehen, um eine brauchbare Bespannung zu erhalten. Und zum Tennisspielen fehlt mir ein Ball. Und abgesehen davon habe ich etwas Wichtigeres zu tun, als Tennis zu spielen. Ehrlich? Es kurz zu machen, nein. Danke, sehr kurz. Komm mal. Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ogerfett. Können wir da vielleicht irgendwas mit einschmieren, aber Dinge vielleicht kriegen? Ich habe echt keine Ahnung. Ich versuche immer alles zu kombinieren, was geht, aber es geht anscheinend nichts. Schere. Können wir dafür? Damit würde ich nur die Schere kaputt machen. Elfenseile sind nahezu unzerstörbar. Was? So ein Seil möchte ich auch haben. Also haben wir jetzt hier eigentlich nichts, wo wir mit der Dinge hier kriegen könnten. Wir brauchen wir anscheinend auf jeden Fall, so wie es aussieht. Frage ist nur, womit? Oder kriegen wir noch irgendwas anderes? Ich weiß nämlich, wofür. Ich weiß gar nicht, wofür wir die ganzen Sachen hier brauchen, ehrlich gesagt. Ein super Dünger. Extra starker antibakterieller Küchenreiniger. Ich habe bisher keinen Plan, wofür die Sachen brauchen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal raus, gucken, ob irgendwas Neues ist. Gucken, ob hier der Elf noch irgendwie... Ach, der Elf sei schon. Der Kellermeister, muss ich sagen, anscheinend nicht. Können wir vielleicht eventuell...
irgendwie da böse Dinge da, diese böse Schleim hier irgendwie kaputt machen. Mit irgendwas, was wir hier haben. Wie zum Beispiel hiermit einfach. Ah, oder? Ah. Ich komme nicht nah genug ran. Er würde nach mir schnappen und schleimen. Dein Ernst? Ich komme nicht nah genug ran. Kann man das vielleicht hier drauf packen? Passt perfekt. Damit sind Fernkampfangriffe auf Bakterien... Sorry, ich wollte nicht überspringen, war aus Versehen. Jetzt tue ich etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Eigentlich schade, dass es so böser Schleim war. Toll, jetzt haben wir einen Kochtopf, aber... Wenn das kein Helm für Helden ist. Aber mir fehlt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Mein hübscher Kopf ist damit sicher. Jetzt fehlen nur noch eine Landkarte und ein Fallschirm. Wir haben eine Plane. Daraus könnte man einen Fallschirm machen. Nur wir bräuchten noch was anderes. Kann das? Weil sonst fühlen wir hier gar nicht... Ich ziehe das Seil durch die Ösen an der Kante der Plane. Aber aus Versehen. Fertig. Aber eigentlich aus Versehen. Aber wir haben einen Fallschirm? Eine reißfeste und leichte Plane. An der Seite sind Ösen, durch die ich das Elfenseil gezogen habe. Sollte ein Fallschirm sein? Ich versuche jetzt mal einfach mal irgendwas. Na bitte, ein Fallschirm. Was haben wir jetzt benutzt? Zwei von drei Ausrüstungsgegenständen habe ich damit schon mal. Jetzt brauche ich nur noch die Landkarte. Wow. Wie kriegen wir die? Woher kriegen wir jetzt eine Landkarte? Das ist eine gute Frage. Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefeld, der Stadt der Menschen. Ein Versuch ist es wert. Huch! Was? Was ist los? Nichts weiter. Ich habe nur eine Fee verscheucht. Was hier? Um diese Jahreszeit? Die Biester werden auch immer aufdringlicher. Das war knapp. Ich komme nicht an die Karte, solange der Kellermeister darunter schläft. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ablenken? Womit? Superdünger? Was war mit der Rohr nochmal hier? Eigentlich haben Zwerge einen Sinn für schöne Architektur. Aber wenn es um die Bierversorgung geht, werden schon mal Kompromisse gemacht. Können wir eventuell irgendwie... Nein, anscheinend nicht. Gucken wir den Kamin nochmal an. Früher hatte ich große Angst vor dem Kamin. Heute nur noch ein bisschen. Also können wir da auch nichts benutzen. Also irgendwas reintun, da knallt. Nein, anscheinend nicht. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne gut vielleicht. Oder noch... Aber wenn man das, kann man doch irgendwas machen da, oder? Aber will der noch irgendwas? Er hat seine Arbeit erledigt und prompt hat er sich wieder abgeschaltet. Ganz schöner Energiefresser, unser Rattenjäger. Er hat seine Arbeit erledigt. Ganz schöner... Also brauchen wir für nichts mehr sonst? Oder für irgendwas brauchen wir noch, sonst können wir nicht wieder füttern. Der Roboter zieht seine Energie aus dem Müll. Die Energieversorgung ist gesichert. Der X100 ist wieder einsatzbereit. Ich brauche nur neue DNS und schon geht er wieder auf die Jagd. Aber wovon DNS? Wovon? Wovon? Super Dünger? Nein. Eiszapfen? Nein. Von was DNS? Wofür bräuchten wir ihn doch wohl noch? Ich weiß nicht nur wofür. Betrachte den Bart. Warum den Bart? Bärte sind für Zwerge sehr wichtig. Je länger der Bart, desto angesehener der Zwerg. Und die Bartverzierungen verraten viel über den Träger. Der Kellermeister ist zum Beispiel ein Fassroller zweiten Grades. Er wurde als 9. von 12 Kindern geboren und hat eine Schwäche für Starkbier. Er ist Junggeselle, mag aber keine Spaziergänge im Morgentau.
Und er wurde einmal fast von der Schule geworfen, weil er einem Mädchen am Schnauzer gezogen hat. Können wir eventuell... Sind wir so gemein? Nein, ich kann doch nicht... Ich... Oder doch? Boah, die Horrormusik. Dafür komme ich in die garantiert. Ich wollte gerade fragen, was wollen wir mit seinem Bart? Natürlich, DNS für den Roboter, klar. Komm mal hier, Roboter. Hast der DNA. X100 ist wieder einsatzbereit. Ich brauche... Haben wir doch hier, da, Bart vom Kellermeister. Ob das funktioniert? Werden wir sehen. Zumindest würde das den Kellermeister ein wenig ablenken. Ja. Oh, oh. Hallo? Stopp! So war das nicht! Ich glaube, das war doch keine gute Idee. Ich mochte den Kellermeister. Ich ehrlich gesagt auch. Aber wie kriegen wir jetzt eine Landkarte? Das war großartig. Der ewige Kampf zwischen Zwerg und Maschine. Und ich hab gewonnen. Da ist aber schlecht, dass du gewonnen hast. Alles in Ordnung mit Ihnen? Na klar, warum denn nicht? Meinst du, so Blecheimer könnten einen echten Zwerg besiegen? Nee. Ah, der Tattoo. Endlich mal wieder was los hier. Der muss hier feiert werden. Wir machen eine Party. Und können das Bild oder die Landkarte mitnehmen? Wäre das vielleicht eine Option? Ohne, dass er es sieht? Ich glaube, er ist im Siegestaumel und wird nichts bemerken. Hört sich gut an. Ich hab sie. Eine Landkarte der Region. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. Alles klar, ich schätze, wir brauchen mit denen jetzt wohl niemals sprechen, oder? Wir gehen mal einfach zurück nach Opa und können unsere Ausrüstung ihm präsentieren. Das Ding, wie nehme ich das Ding mit? Freue mich immer noch. Damit vielleicht? Nein. Ich knote die losen Enden um den Rahmen. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Tennis kann ich damit zwar nicht spielen, aber es ist ein Kescher. Brauchbarer Kescher daraus geworden. Jetzt nehmen wir trotzdem mit unseren Nemo. Hoffentlich. Was macht der da? Hab ich dich. Geht doch. So, jetzt haben wir unseren Nemo. Und abwärts. Ich liebe das Ding einfach. So möchte ich auch haben. Ja, Opa, 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 wir haben alles. Mein Opa. Er hat lange im Krieg gedient. Er und sein Hauptsächlich. Das kennen wir doch schon. Entschuldigung, Colonel Opa. Colonel Opa. Ja, machen Sie Meldung. Ich habe einen Helm gefunden. Ich habe den Topf. Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Ja, ist auch ein Kochtopf. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Alter, aber ist es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Oder es kommt nichts Vielleicht von ihm. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Nein. Der Helm muss reichen. Wollte schon sagen. Ich habe die Landkarte. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent. Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben. Ich komme zu meiner Maschine, oder? Ich habe auch einen Fallschirm. Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Haben wir aber. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und das nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Ja, ja. Leben anvertrauen, aber
natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Läuft, läuft, läuft. Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Dein Aber Ernst? In diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, Was? Keine konzentrierte Salzsäure, Was? Keine Mithrilmantelspitzgeschosse, gar nichts. Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg. Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Das explodiert? Ein Teufelszeug. Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Was? Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. So ein Bier möchte ich gerne mal trinken. Etwas? Ja, ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockring. Alter, ich hatte davon keine Ahnung, Opa. Das ist keine Standardgröße. Und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung? Das kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Hier. Um den Rest werde ich mich kümmern. Achte immer gut auf den Ring. Er ist dein Schatz. Klar. Ich hätte ja schon nur vergessen, was er möchte. 5/8 Schrauben, bla bla bla. Ist da vielleicht ein Schraubstock? Keine Ahnung. Papas Schraubstock. Viele schmerzhaft. Guck mal, Entschuldigung. Kann ich mal sagen, wo ich das Colonel finde? Opa? Ja? Machen Sie mal. Darf ich auch hier mal auswählen, bitte? Zwergenstarkbier taugt als Ersatzstoff für Nitroglycerin? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, man muss es natürlich verdünnen und niedrig dosieren. Und die Zwerge trinken das? Und wo soll ich so ein Teufelszeug finden? Vermutlich kann mir da nur der Kellermeister weiterhelfen. Vermutlich. Da gibt es nur ein Problem. Nach einigen schweren Unfällen ist das Lagern und Brauen von Zwergenstarkbier strengstens verboten. Ein Problem nach Ich anderen. Werde sehen, was ich tun kann. Na gut, ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, ja, beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Achte immer gut auf den Ring. Klar. Ja, mein Schatz, ja. Also wieder zum Zwergen, zum Kellermeister, eher gesagt. Zum Zwergenkellermeister. Zum Alkoholiker-Zwergenkellermeister. Zum Zwergenstarkbier trinkender Alkoholiker-Keller-Zwergmeister. Okay, mir fällt mir nicht ein. Gucken, was er sagt. Bin mal gespannt. Hallo, Herr Keller. Hallo, Wilp. Hallo. Als der Roboter auf Sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass Sie ihn besiegen können. Jo, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik, Geist gegen Materie. Geist? Wie haben Sie ihn zerstört? Ich habe so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Gewiefte Taktik. Ja, da müssen wir schon noch irgendwann anfangen. Hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Das war der. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's ja angezimmert. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Musst du irgendwas husten? Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner. Nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tasten im Schrank hat? Nein! Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher, sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Ja, könnte sein, habe ich auch schon gemerkt. Seine Fluggeräte waren meistens etwas, anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen.
Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Nein. Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, für immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's, ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen. Warum nicht? Nach der Keimruhe aufschwellen, das Grünmalz darren, schwelken und abdarren, schroten, passt ja auf, dass die Spelzen halt bleiben. Die Spelzen? Ich verstehe kein Wort, was der dann sagt. Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen, natürlich im Dekotionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen? Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Treberkuchen laufen lassen? Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen? Und den Hopfen hinzugeben? Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen? Und den Heißtrub entfernen? Hefe anstellen und gären lassen? Dann alles durch den Kieselgurfilter? Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Stopp! Was denn? Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Gute Entscheidung. Wie du meinst. Mal angenommen, ich bräuchte nicht ganz, so einfach ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Macht aber nicht. Ja. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter? Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, nein, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, Alter, dann braue ich das. Die Liste, die mir gerade gesagt hat, dann bin ich jetzt 20 Folgen mit drin. Was brauchen Sie denn? Nein, schon wieder. Klares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Das war alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen, Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Dann ist gut. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also? Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo! Alles klar, die Ratte. Also müssen wir hier vielleicht doch ins Loch greifen? Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Eventuell. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Es ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Mehr ist da nicht drin. Mehr ist da nicht drin. Wird das reichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Es ist eine einzelne Hopfendolde. Es ist wohl alles... Weil ich glaube, mehr werden wir auch nicht kriegen, schätze ich mal. Wirst du nicht woher?
Wir gucken mal hier in der Küche. Wir brauchen nicht Wasser. Hier ist auch eine... Kann man hier noch irgendwas machen an den Typen hier? Nein. Hier ist eine Wasserpumpe, die wir nicht mehr benutzen können. Oh, okay. Der Kellermeister sagt, Bierbrauen sei ganz einfach. Allerdings hat er es auch jahrelang in der Schule gelernt. Also wir bräuchten Wasser. Ich würde den Kellermeister ja darauf hinweisen. Aber am Ende soll ich es dann noch abwaschen. Der Herd ist immer noch warm. Man könnte nichts mehr darauf kochen, aber man könnte wohl etwas aufwärmen. Der Herd ist immer noch... Aufwärmen? Sollen wir aufwärmen? Außer Eiszapfen eventuell? Nein. Haben wir irgendwas anderes? Superdünger? Brauchen wir das? Nein. Warum sollten wir gebrauchten? Aufwärmen? Wir haben nichts im Aufwärmen, oder? Leere Kaffeekanne für Wasser eventuell. Da ist aber kein Wasser drin und ich habe keine Ahnung, wo wir Wasser herkriegen. Schnee. Schnee könnte Wasser werden, aber wahrscheinlich denkt das Spiel nicht so weit mit, oder? Ich guck mal da draußen, ob wir irgendwo einen Schnee machen können. Eigentlich wäre ja Wasser. Aber sieht nicht danach aus. Oder wir können... Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ah. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Können wir machen. Indem wir wieder zurücklaufen. Ah, hin und her laufen jedes Mal. Kamin will auch schon reichen. Okay, davon abgesehen. Machen wir es so. Es dürfte nicht lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. Der Herd ist noch warm. Der Eiszapfen ist schon weg. Übrig bleibt kristallklares Wasser. Aha. Dann füllt jetzt noch was? Irgendwas anderes hat noch gefüllt, ne? Was war das nochmal? Frag mal ganz kurz nach, was der letzte gewesen ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh, können wir die anderen Sachen schon mal abgeben? Würde ich hoffen. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Hallo. Ich habe hier etwas Hopfen fürs Starkbier. Nee, mein Junge. Das ist nicht genug. Schon fast gedacht. Ich brauche mehr Hopfen. So eine gute Handvoll. Aber ich finde nicht mehr. Eine gute Handvoll. Tja, dann wird's wohl nichts mit dem Starkbier. Kannst die Dolde hier einpflanzen. Nächstes Jahr hast du dann genug. Wir haben Superdünger. Entschuldigung. Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Es sieht gut an. Was brauchst du noch? Das mit den ich brauche kristallklares Wasser. Nur das Beste. Außerdem brauche ich Hopfendolden. Und ich brauche Gerste zum Malzen. Auch eine Handvoll. Naja, zwei für dich. Alles klar. Ich muss weiter. Jo, jo. Alles klar. Das heißt, wir... müssen das Ding anpflanzen. Wir haben einen super Dünger und da fällt mir gerade den Blumentopf hier ein, wo nichts gepflanzt ist. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Dann pflanzen wieder was ein. Hallo? Also gut. Ich drücke die Hopfendolde in die Erde. Und super Dünger. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Was? Oh. Scheint ein guter Dünger zu sein. So in der Art. Na, wow. Eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Mitnehmen? Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. Jetzt brauchen wir noch der andere. Wo kriegen wir das denn her? Gerste, ne? Wo kriegen wir Gerste her? Ist die noch was drin? Hm, im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Sehr schön. Nimm mal mit. Und jetzt wieder zum Starkbier trinkenden Zwergen Kellermeister Alkoholiker vergessen Zwerg. So, ja, keine Ahnung, was ich vorhin gesagt habe. Irgendwas auf jeden Fall in der Art. Und wir geben die Sachen hier mal alle ab bei denen. Hallo, Herr Keller. Hallo. Ich habe hier... Ich überspringe das mal. Nein, oder nur... Ich hoffe, war richtig. Hier ist Gerste aus der Küche von... Hm?
Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Super. Damit habe ich nun alles, was ich brauche, um schönes Starkbier zu brauen. Na gut, dann jetzt los. Geht doch. Hast du die aber nicht so gut angehört? Ah, sieht aber gut aus. Hier, mein Junge. Aber pass auf, dass du nichts in die Augen kriegst. Ist ein ganz gefährliches Zeug. Ich werde ganz vorsichtig sein. Vielen Dank, Herr Kellermeister. Sag mal, Wilbur, wofür brauchst du eigentlich den ganzen Kram? Das Starkbier und alles, was du schon den ganzen Abend hier rausschleppst. Naja, es ist wegen des Rings. Opa hilft mir, den Ring sicher... Naja, schnell in die Stadt der Menschen zu bringen. Nö, sicher aber an die Geräte, das stimmt. Das ist gefährlich für einen jungen Gnomen da draußen. Ich weiß, aber ich habe es dem Gremlin versprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und es ist meine Chance, hier wegzukommen. Einmal etwas Bedeutendes zu tun. Ein Abenteuer zu erleben, hm? Abenteuerlustig. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Ring wichtig ist. Und nicht jeder ist dazu geboren, Abenteuer zu bestehen, mein Kleiner. Aber vielleicht musst du wirklich hier weg. Ja. Wirklich? Die Geschichte muss ja weitergehen. Du lebst doch bei deinen Eltern. Leistest dem alten Zwerg Gesellschaft. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Aber wenn du weggehst und Abenteuer erlebst, vielleicht kommst du mich dann mal besuchen, ja? Und erzählst mir alles. Auf jeden Fall. Versprochen. Vergiss es nicht. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe eine Verabredung mit dem frischen Starkbier. Alki. Super, wir haben Starkbier. Und mein Gefühl sagt mir, sobald wir bei Opa sind, geht das Spiel erst richtig los, glaube ich. Gott, da war alles doch so Vorgeplänkel. Ich glaube, hier unten nachher, wenn wir bei Opa gewesen sind, geht es los. Kann man die auch irgendwie überspringen, obwohl Dinge cool ist. Mich trotzdem nicht überspringen, geht aber leider nicht. So, gucken wir, was Opa jetzt dazu sagt. Entschuldigung. Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Darf ich auch, danke. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen, vorsichtig! Das heißt... Nun fehlt nur noch das Zahnrad. Wegtreten! Na gut, ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ganz vergessen. Ja, beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber denke daran, du gehst als freier Gnom und frei bist du. Was wirst du mit deiner Freiheit tun? Wirst du kämpfen? Eventuell. Klar. Ja, klar. Voll überzeugen. Klar. Zahnräder. Hier waren irgendwo Zahnräder. Nee, wo waren die? Nee, irgendwo andere, glaube ich, ne? Zahnräder, wo sich jetzt... Da, nein. Da haben wir ja alles. Werkzeug. Was war hier drin? Nichts Besonderes, glaube ich. Mal sehen, ne? Was haben... Ich glaube, im Flugfisch ist genauso ein Zahnrad verbaut, wie es Opa braucht. Hey! Können wir vielleicht das mit dem Werkzeugkoffer kombinieren? Es wird so nichts. Er zappelt zu stark. Dein Ernst? Wie, er zappelt zu stark? Schmeißen gegen eine Wand oder so. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir ihn daran klemmen? Geht das? Es geht. Er sitzt fest. Armes Ding. Ja, ist wirklich ein armes Ding. Aber was muss, das muss. Mit dem richtigen Werkzeug sollte es gehen. Können Na wir also, den auch mitnehmen? Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lochring. Das heißt einfach ein 5/8 Zoll oder so ein Scheiß. Vielleicht war das Zahnrad gar nicht so wichtig. Flieg! Doch, es oh, war das richtig. War doch wichtig. Armer Nehmen. Entschuldigung. Colonel, Opa. Colonel. Ja? Ja. Hier ist das Zahnrad, Opa. Ich liebe diese Melodie. Wie gesagt, wir haben was geschafft. Ich musste dafür meinen Flugfisch kaputt machen. Der Krieg fordert immer Opfer. Das stimmt. Dein Flugfisch war ein Held. Einer der besten.
Wir werden ihn in Ehren halten. Ja, werden wir. Damit habe ich alles, was ich brauche. Es Unser wird nicht mehr lange Nemo. Dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Dafür auch wohl den Fallschirm. Also das meintest du mit Abflug? Und dafür Ganz auch ein Fallschirm. Recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur. Die möchte ich dir schenken. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa. Ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Feuer! Viel Glück. Wo ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber... Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... Naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist, diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh.